great way to bring attention to an important issue. Wir als Leopold-Museum wollen unseren Beitrag liefern zu diesen dramatischen Auswirkungen im Kontext der Klimakrise. Wir haben ja selbst darunter gelitten aufgrund einer Attacke auf unser Gemälde von Gustav Klimt, Tod und Leben, das hinter uns hängt. Aber wir fanden diesen Weg den absolut falschen. Wir wollten etwas Produktiveres, etwas Vermittlerendes initiieren, das heißt auch eine Botschaft transportieren. Am Beispiel hinter mir sehen wir das Gemälde von Gustav Klimt, das er 1900 geschaffen hat, am Attersee im Salzkammergut. Eines unserer wichtigsten Gemälde, das eben auch um einige Grad schief hängt. Als Gustav Klimt 1900 das Gemälde in der Sommerfrische gemalt hat, war die Situation noch eine ganz andere, eine heile Welt. Ein Erholungsraum für die Menschen, und mittlerweile in diesen 123 Jahren hat sich aber vieles geändert. Die Wasseroberfläche ist von der Temperatur her um 2 Grad gestiegen. Das heißt, es hat Auswirkungen nicht nur auf die Verdunstung, dass sie sozusagen die Wasseroberfläche zieht sich zurück. Der Sauerstoffgehalt reduziert sich, und das hat auf Fauna und auf Flora große Auswirkungen, sprich die Tierwelt reduziert sich auch, es ist eine Herausforderung für die Fische und so weiter. Also we are so used to seeing paintings all on level and things like that, and so I first thought it was maybe an advertisement for the museum itself, but as I found myself reading, I thought it was an important issue to discuss, and I like the approach to it. Also als Wissenschaftlerinnen merken wir einfach, dass wir gerade auf einen Abgrund zusteuern und viel zu wenig passiert, und wir müssen uns irgendwie Gehör verschaffen. Und nicht nur wir, sondern ganz viele Personen, die eben diese Daten der Wissenschaftlerinnen sich auch anschauen und merken, dass wir einfach hier einen sehr dunklen Weg einschlagen, sind eben alarmiert und wollen hier Aufmerksamkeit erregen.